fünf Meldungen auf der Liste, die 198, die 176, die 182, die 178 und Jenny, da es erfahrungsgemäß immer ein bisschen dauert, bis sowas abgehandelt würde, würde ich abgesehen davon noch drei Meldungen draufnehmen, wenn noch andere drauf möchten und danach die Rednerliste schon schließen. Gibt es jenseits der fünf gerade genannten noch Interessenten auf die Rednerliste gesetzt? Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich uns, weil ich wollte einfach, glaube ich, also jeder die Liste. Ist jetzt als Thema, genau. Frau Stöcker nochmal. Und die Nummer habe ich gerade nicht gesehen, ist die 185. Genau. Und damit ist die Rednerliste auch geschlossen, die 198. Ja, ich hatte ja die Rolle als angesprochen, dass die EU ein Global Player sein muss, allein weil hier mehrmals die UNO angesprochen wird. In der 5+1-Konferenz verfügt die EU insgesamt über die Hälfte der Stimmen, allein das rechtfertigt den Global Player schon durch die UNO. Und dazu möchte ich sagen, die haben jetzt nicht geantwortet, wie sie die durch ihre Daria, nicht die absolute Wahl, die Toten rechtfertigen, die die EU dann auch damit zu verantworten hat, allein aus der Aussage quasi, ich war schon mal in der Hände unschuld, darauf haben sie mir jetzt nicht geantwortet, nehme ich jetzt einfach zur Kenntnis. Und zweitens, weil sie ja die als regionalen Player, den wir berücksichtigen müssen, die Afrikanische Union angesprochen haben. Ich denke, wir wissen alle, dass die Afrikanische Union uns mehrmals um Hilfe gebeten hat, allein weil sie es nicht hinbekommen hat. Das geht den ganzen arabischen Frühling so. Man sieht, in Libyen haben wir darauf gehört und wir wissen, Libyen ist nicht zu einem Syrien geworden. Da sind nicht 200.000 Tote. Ich behaupte nicht, dass in Libyen jetzt eine perfekte Demokratie herrscht, im Gegenteil. Aber da müssen wir eben unsere Macht wahrnehmen und können da auch weiterhin für demokratische Strukturen, nicht unbedingt nach unserem Vorbild, aber auch nach dem in der Stammesdemokratie vielleicht so. Vielen Dank. Und die Kontraseite war angesprochen. Ja, also für mich persönlich macht es einen großen Unterschied, ob ich von jemandem gefragt werde, ob ich ihm bei einem Problem helfe oder ob ich mir das Recht herausnehme, zu entscheiden, wo ich mich einmische. In dem Moment, wo mich jemand darum bittet, ist es, steht es in meinem Ermessen, ob ich meine, helfen zu können und helfen zu wollen. Schließlich, ich behaupte ja nicht, dass wir ungefragt überall einmarschen als Global Player, aber wie gesagt, als Global Player können wir nicht... Kein Dialog, was du schon Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. In dem Moment, wo wir angefragt werden und der Ansicht sind, wir können da reingehen und das macht für uns Sinn, in irgendeiner Form Unterstützung zu leisten, sollten wir das machen. Das ist überhaupt keine Frage. Das können wir aber mit unserer jetzigen Position schon sehr gut. Dafür müssen wir kein Global Player sein. Global Player bedeutet, dass ich mir konkret auch Situationen aussuche, in die ich reingehe, weil ich meine, ich habe eine Berechtigung, unabhängig davon, ob jemand das von mir möchte oder nicht. Und wir sagen, diese Grenze wollen wir nicht übertreten und das können wir auch nicht verantworten, diese Grenze an diesem Punkt zu übertreten, weil wir einfach die Antwort auf viele Konflikte selber nicht haben und vor allem, weil wir uns auch als EU häufig nicht einig sind, was die richtige Antwort für diese Konflikte ist. Da gibt es nun mal Macht- und Interessengefälle innerhalb Europas und wir denken, es ist wesentlich gerechter, dort so weiter zu verfahren, wie wir das bisher gemacht haben. Ja, du hast vollkommen recht, es dauert teilweise länger, auf bestimmte Dinge zu reagieren. Aber vielleicht bedeutet länger dauern auch, dass wir eine bessere Lösung, eine nachhaltigere Lösung finden, als in Konflikten sofort zu intervenieren, kurzfristig irgendetwas zu machen, ohne langfristig darüber nachzudenken, was für Folgen das später hat. Ich glaube, diesen Prozess des Nachdenkens, des Verhandelns, des Überlegens, den sollten wir uns durchaus leisten. Ja, dabei sterben Menschen. Aber so böse wie es klingt, die Menschen sterben dort so oder so. Und wir müssen überlegen, wie sterben im Endeffekt weniger Menschen. Und langfristig sterben weniger Menschen dadurch, dass wir überlegt handeln. Und das ist unser Ziel. Vielen Dank. Und dann freuen wir uns auf die 176. Ja, im Grunde so eine kleine Generalopposition praktisch. Es geht eigentlich um diese Grundfrage hier in dieser Debatte, warum sollte man überhaupt ein Global Player sein? Und ich habe das Gefühl, dass in dieser gesamten Debatte eigentlich diese Frage etwas weltfremd beantwortet wurde. Also nehmen wir zum Beispiel jetzt mal USA und China, diese Global Player. Warum sind die Global Player? Der wichtigste Grund, warum die Global Player sind, ist, weil sie ihre eigenen Interessen durchsetzen, damit sie am Schluss mehr Money haben. Ja? Das ist vielleicht heute noch nicht so wichtig, weil wir heute genug zu essen haben, aber in 30 Jahren müssen wir uns vielleicht über diese Frage Gedanken machen, in einer Welt, wo die Ressourcen schrumpfen und der Klimawandel genau diese Entwicklung nochmal verschnellert. Wir sollten Global Player sein, damit wir unseren Wohlstand weiter haben können. Oder mit anderen Worten,
Wer fressen will, der muss auch irgendwann mal das Maul aufmachen. Und das ist mein Punkt. Warum ist das hier eigentlich noch nicht angesprochen? Vielen Dank. Weil wir alle Gutmenschen sind. Und die Generalopposition schreit nach einer Antwort von beiden Seiten. Wer möchte für die Pro-Seite antworten? Also erstmal danke für die Frage. Also ich bin vieles, aber ich bin kein Gutmensch. Und selbstverständlich hängt die Frage von Wettbewerbsfähigkeit, hängt die Frage von der Fähigkeit in Europa, soziale Stabilität zu gewährleisten, wesentlich davon ab, mit welcher Position, und zwar nicht nur wirtschaftlich, das ist sozusagen eine zweite, sondern auch politischer und mit welcher Außenwirkung wir agieren. Und da würde ich auch so deutlich sagen, wir müssen ein Stück weit auch aufpassen, dass wir dann tatsächlich die Wirtschafts- und Sozialunion in Europa tatsächlich vollenden bzw. einleiten, weil wir ansonsten niemals ein globaler Player werden, weil es keine gemeinsamen Interessen da gibt, die wir außenpolitisch haben. Das ist eine Frage. Zweitens, ich glaube, zum Verständnis eines globalen Players. Also erstens, China und die USA sind das rein aus schierer Größe heraus. Wir sind es. Aus einer Situation heraus, wo eine Region den Nachweis gebracht hat, dass es a. wirtschaftlich nach einem zwei Weltkriegen sich erholen kann und zugleich ein politisches System geschaffen hat, was Konflikte minimiert und anders austritt. Und weil das so ist, wird dieses Beispiel nur wieder nachgefragt werden. Und insofern geht das hier auch nicht um Gutmenschentum, sondern es geht auch aus wohlverstandenem Eigeninteresse, da minimieren, eingreifen zu können, wo es Lösungswege gibt. Da würde ich vielleicht noch eine Bemerkung machen zu Ihrer Frage, weil ich finde, das ist die mitspannendste Frage, die heute Abend auch gestellt worden ist. Wenn ich mir solche Konflikte wie den Völkermord in Ruanda beispielsweise, der ja erst noch ein paar Jahre zurück ist, dann stellt sich natürlich die Frage, in welcher Form die Weltgemeinschaften, auch die Europäische Union, auf solche unmittelbaren Krisen und Situationen reagiert. Und da werden wir auch das eine oder andere, ich sage mal, in Europa neu zu überdenken haben. Weil nicht jedes unmittelbare Sachverhalt wird, ich sage mal, nur auf zivile Konfliktlösung auch herauslaufen können. Deswegen war auch einer des dänischen Außenministeriums 4 Wochen in Nepal, Anfang der 90er Jahre. Ich war an einem Ort, wohin der darüber gewesen ist. Und da kann man nur sagen, es geht nicht darum, den militärischen Einsatz an erster Stelle zu setzen. Es geht einfach darum, dass wir abwägen müssen, wann ist es manchmal auch so, wenn man gerne notwendig ist, aber mit einzugreifen. Das geht aber nur unter einem UN-Mandat überhaupt. Und es muss auch die Möglichkeit geben, ein UN-Mandat abzuwägen, wenn uns eine andere Auffassung kommt. Also insofern ist das eine schwierige Frage politisch und moralisch. Vielen Dank, Herrn Christophers. Und als nächstes haben wir die 182. Ach, aber Entschuldigung, erstmal hat natürlich die Konferenz. Ja. Danke. Chance auf die Generalopposition. Lieber Farid, erstmal kaufe ich den Status quo eben nicht so ab, also eigentlich war es ein Status Zukunft und die Frage, ob wir es nun nehmen müssen. Vielleicht haben wir dann nicht mehr alle Rohstoffe auf der Welt zur Verfügung, aber die Frage ist, müssen wir es in 50 Jahren noch? Vielleicht wird Kaffee ein bisschen teurer in 50 Jahren sein, nein, dann ist das halt so. Aber die entscheidende Frage, die du da stellst, ist, was denn mit der Ernährung? Und da können wir zurück jetzt wieder gucken und sagen, okay, an sich konnte sich die EU schon immer selber ernähren. Zurzeit machen wir es ein bisschen billiger auf Kosten anderer, aber vielleicht verdienen dann Bauern in 50 Jahren wieder deutlich mehr und Bauer allein ist ein attraktiver Beruf im Gegensatz zu jetzt. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Aber auf der anderen Seite gucken wir uns an, was ist denn der Schaden, wenn wir anfangen, unsere Interessen auf der Welt durchzusetzen. Ich übersetze, was du gesagt hast, wir sollen irgendwo hingehen mit Militär und denen ihr Essen wegnehmen, weil wir Essen brauchen. Und die Frage ist ja, was kostet das erstmal? Wir müssen ein Militär aufbauen, wir müssen es unterhalten. Wir sehen in den USA, dass das Militär aufbauen so teuer ist, dass sie dadurch auch eine Staatshaushaltskrise haben. Wenn sie da 1% wegnehmen könnten, könnte jeder amerikanische Student kostenlos studieren. Und die zweite Frage bei Kosten ist auch der Zusammenhalt. Wir haben hier das Beispiel Deutschland, Frankreich, England geholt. In der Sekunde, wo wir zwingen, gemeinsam zu ziehen, zwingen wir vielleicht auch die Leute, dass jemand sagt, ich gehöre da nicht mehr zu, weil ich möchte anders handeln. Und am Ende haben wir dann vielleicht uns das ganz leicht gemacht, haben aber weniger Zusammenhalt und haben die eigentlichen Lösungen gar nicht gefunden, weil wir uns eben das Essen woanders holen. Und es kann sein, dass es eigentlich ein Schritt zurück ist, wenn wir sagen, wir geben mehr Geld aus, um hier wieder eine Kolonialmacht auf der Welt zu sein und an unserem Wesen, aber vor allem zu unseren Gunsten die Welt zu verändern. Und dann sollten wir doch lieber versuchen, unsere Probleme bei uns zu lösen, dann verdienen Bauern in Deutschland vielleicht wieder ein bisschen mehr und Kaffee wird ein bisschen teurer, aber das ist der Preis, den bin ich bereit zu zahlen dafür, dass wir nicht Gewalt in die Welt hinaustragen, um Essen zu kriegen. Vielen Dank, Robert Peach. Aber jetzt die 182. Also, guten Abend. Ich möchte auch mal der Position beispringen. Und zwar, Frau Schröder, Sie haben vorhin mehrfach gesagt,
dass Europa von außen perfekt erscheint, dass Europa die Fähigkeiten hat, als Global Player zu agieren. Aber ich glaube, es ist nicht wichtiger, was wie Europa von außen wirkt, sondern wie es wirklich funktioniert. Und da ist es einfach Fakt, dass die Nationalstaaten versuchen, ihre eigenen Interessen zu maximieren. Das erste Beispiel wurde von auch schon angesprochen, ist die Politik von Merkel, die zugunsten der deutschen Automobilindustrie die Umweltziele torpediert. Anderes Beispiel ist jetzt auch Frankreich, die versuchen, den EU-Zweitsitz, den Zweitsitzparlaments in Straßburg zu halten, auszuwirken. Und ein anderer Punkt ist einfach, dass Europa im globalen Kontext immer mehr Macht verliert, die Europäer werden immer weniger. Die europäische Wirtschaft kann mit den Wirtschaften in China und in Südamerika langfristig nicht mithalten. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass Europa seinen Status behält, seinen Wohlstand sichert, macht, was dafür nötig ist, aber nicht mehr und sich nicht über Einsätze engagieren muss. Vielen Dank und Frau Schulte. Ja. Okay, wie ist denn das in der Familie? Bei Familie, wenn sich Kinder streiten, kommt immer mal vor. Deswegen ist trotzdem eine Familie, die mit diesen Konflikten umgehen kann, nach außen formell. Genau das ist Europa in der Welt. Zweite Sache. Ich glaube, das Hauptproblem in dieser Diskussion ist, dass die Frage, was ist ein Global Player, eigentlich immer wieder anders beantwortet wird, wenn es meiner Sicht falsch beantwortet. Für mich ist ganz klar ein Global Player einer in der Welt, der die Verantwortung für den Frieden und den Wohlstand in der Welt mitträgt und mit beiträgt. Übrigens im Gegensatz zu der Idee einer Regionalmacht, die der Meinung ist, immer nur gegen andere regionalen Mächte sich durchsetzen zu müssen und in einen Wahnsinnswettbewerb zu gehen, übrigens auf Kosten der Ressourcen dieser Welt, auf Kosten des Klima und auf Kosten des Klima. Das heißt, eine Globalmacht hat genau Verantwortung in dieser Welt. Und die Fähigkeit der Europäischen Union, dieses zu tun, ist stärker als das Potenzial, das jetzt ausgeht. Das stimmt. Aber sie hat dieses Potenzial. Sie hat dieses Potenzial von der Historie her, von der Anerkennung und von ihren sowohl diplomatischen Möglichkeiten als auch von ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und von diesen Fähigkeiten, und das zeigen vor allen Dingen die Außenhandelsbeziehungen und das, was an Vertragsmöglichkeiten auch aufgebaut wird, die noch nicht optimal gestaltet werden. Es wurde gesagt, warum? Weil wir vielleicht noch konservative Mehrheit haben, aber die Vertragswerke sind der Zusammenarbeit in verschiedenen Regionen, die auch Werte der Zusammenarbeit voraussetzen, die eben die Möglichkeit haben, hier diese Verantwortung, die einem Global Player gegeben werden muss, damit er sich als solcher nennen kann, auch auszuführen. Vielen Dank, Frau Schröder. Bevor es weitergeht, will ich um einen kleinen Zettel mit den entschließenden kleinen Abstimmungen schon mal bitten. Und jetzt kommen wir zur 178. Ja, ich kann genau an den Punkt nochmal einhaken. Sie haben jetzt gesagt, ein Global Player muss Verantwortung tragen. Und ich habe so das Gefühl, dass Sie beide sich da nicht ganz einig sind. Jetzt schon, das ist ja schon richtig Europa hier, was da, wenn es darauf ankommt, militärisch einzugreifen. Weil was passiert im Moment, wenn zum Beispiel ein afrikanischer Staat anfragt, wir brauchen jetzt die Hilfe von außen, weil wir hier selber nicht mehr fertig werden mit den Leuten. Was passiert dann bisher? Dann kommen alte Kolonialmächte, wie beispielsweise Frankreich, und das einschreiten, weil Europa sich nicht einigen kann. In dem Fall wäre es so, Frau Schröder, dass in dem Moment sterben dort Menschen, wenn sie eben sagen, nee, wir können uns hier nicht einigen, wir gehen jetzt damit rein. Und da kann man nichts mit militärischer, mit wirtschaftlicher Macht oder sonst was machen. Wie stehen Sie da eventuell beide dazu? Weil ich glaube, Sie haben da eine verschiedene Meinung. Vielen Dank. Ich würde sagen, Sie beide teilen sich die 2 Minuten und wir gucken, ob die Meinung also zunächst mal, um hier auch nicht missverstanden zu werden. Ich gehöre zu denjenigen, die eigentlich militärische Außeneinsätze ablehnen. Vielleicht lebe ich in einer realen Welt. Und diese reale Welt zeigt mir, dass es Situationen gibt, wo man unmittelbar handeln muss. Was die jetzige Situation in Afrika betrifft, dort ist Frankreich angefragt worden. Nicht Europa. Frankreich ist angefragt worden, weil es die ehemalige Kolonialmacht in der Region gewesen ist. Und eine Erwartungshaltung aus der Region heraus, die in Frankreich auch tatsächlich gerichtet hat. Das Problem aus meiner Sicht besteht darin, wenn man sich bei einem militärischen Einsatz egal mit welchen Kräften entscheidet, geht es darum, Konfliktparteien voneinander zu trennen und Zivilbevölkerung zu schützen.
Und mit der Trennung von Konfliktparteien muss dann aber auch das politische Konzept miterarbeitet werden, wie gehe ich denn in der Perspektive in einer solchen Region. Eine dauerhafte Präsenz, die darauf abzielt, mit militärischen Mitteln das eine oder andere da lösen wollen, zugunsten der einen oder anderen Seite, das wird auf jeden Fall nicht gelingen. Aber ich sage mal, ich kann hier, wenn man mandatiert, mit dem Recht auch ein Mandat abzulegen, das würde ich auch sogar offen sein, Situationen vorstellen, wo auch ein begrenztes, zeitlich begrenztes militärisches Einheit möglich oder notwendig ist. Vielen Dank, Herr Christophus. Wie ist die Frage ausgesprochen? Ja, ganz klar. Das, ich kann da eigentlich nur ergänzen. Das politische Konzept ist das Entscheidende an dieser Stelle. Und das war in diesem Fall übrigens so, dass obwohl Frankreich hier die konkrete Verantwortung getragen hat, war das politische Konzept Europa im europäischen diplomatischen Korps erarbeitet worden und auch mit dem Parlament zusammenarbeitet worden. Und das ist genau das, was die Sache ausmacht. Die Verantwortung in der Außenpolitik Europas ist nicht als erstes drauf zu haben, sondern die Verantwortung ist eben, diese Fähigkeiten zu nutzen, auch aus der Historie heraus, aus den verschiedenen Historien heraus, eben Lösungen zu finden, die wesentlich weitergehen und zukunftsträchtiger sind. Diese Sache sind in sehr vielen Konflikten, es ist ja nicht der einzige Konflikt in Afrika, den wir angesprochen haben. Ich denke ja Elfenbeinküste, wo Belgien eine besondere Verantwortung übernommen hat, aber immer im zusammen mit einem europäischen Konzept. Das ist noch nicht perfekt, 100%, das ist noch nicht perfekt, aber es ist ausbaufähig und es zeichnet ganz besonders die Europäische Union aus, weil nur sie über diese Fähigkeiten Vielen Dank. Wir kommen zu den letzten drei Meldungen der offenen Aussprache und das sind Herr Christophers, die 185 und dann Frau Schröter. Herr Christophers. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, noch was zu der Klimaschutzargumente, die wir eingeführt haben. Völlig richtig ist, dass die europäischen Industriestaaten einen wesentlichen Anteil und eine Mitschuld an der Frage Klimaschutz und Klimaauswirkungen und Klimawandel haben. Das ist völlig korrekt. Zur gleichen Zeit ist es genauso korrekt, dass im gegenwärtigen Zeitpunkt China, Indien, Brasilien und vor allem auch die USA ich sag mal, weitaus stärker am weltweiten CO2-Ausstoß beteiligt sind. Deutschland beispielsweise ist mit 3%, je nach Statistik zwischen 2 und 3%, am weltweiten CO2-Ausstoß beteiligt. Da gibt es kluge Leute aus Skandinavien, die haben das mal ausgerechnet, selbst wenn Deutschland auch wieder runterfährt, wird das den Klimawandel um 6 Minuten verzögern. Und deswegen sage ich an dieser Stelle immer, der Wert der Deutschen und damit hoffentlich auch in der Perspektive europäisch, wenn wir in Energie kriegen, besteht darin, den Nachweis zu führen, dass ein Industriestaat sich einen Energieträgerwechsel vornehmen kann, Industriestaat bleibt, sozial verfasst bleibt und vor allen Dingen dann auch das System so generiert, dass es zu Kosten passiert, dass es sich auch andere Gesellschaften leisten können. Das nützt mir nichts, wenn das ein Singulär bleibt. Das nützt mir gar nichts. Sondern ich muss dann natürlich auch zu Kosten arbeiten, zu gesellschaftlichen Kosten arbeiten, wie es ermöglicht, das System zu transportieren. Und das ist unsere Aufgabe. Ja. Und zwar in Wahlberg, nicht nur in Deutschland, sondern dann, ich sage mal, auch in einem abgestimmten europäischen Kontext. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist. Also insofern gibt es hier eine Verantwortung, auch der Industriestaaten völlig richtig, aus Europa heraus hier einen Beitrag zu leisten. Und zugleich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht, weil wir werden für ein solches Herangehen keine Mehrheit weltweit finden, wenn wir jetzt aufstrebende Staaten sagen, die müssen ihren Lebensstandard aber begrenzen, die können die gleichen navigieren. Hier müssen die Technologien liefern, dass Lebensstandard, ich sage mal, sich erhöhen kann und zugleich aber die spezifischen CO2-Ausstoß beispielsweise hier auch verringert werden kann. Vielen Dank, Herr Christophers. Und wir kommen zur 185. Wurde schon beantwortet. Dann kommen wir zu Frau Schröter. Ja, nehme ich nochmal das Thema Migration. Mein Argument, warum Europa als Global Player das lösen könnte. Weil Europa hat diese Vertragsbeziehung mit Afrika und es hat die Möglichkeit, über die eigene Agrarpolitik auch eine andere Agrarpolitik zu machen. Das heißt, es hat das Potenzial eines Global Players genau diese Frage zu lösen und zwar sowohl mit der Fähigkeit, eine vernünftige Migrationspolitik zu machen, indem die Menschen auch hier ihren Platz finden,
gleichzeitig aber nicht die Anstrengungen einzuschränken, eben in diesen Ländern auch für Fortschritt zu sorgen. Wir wissen, aus welchen Regionen die Menschen kommen, und wir wissen, dass es Konflikte sind, ethnische Konflikte, wir wissen, dass es Armut ist, und es gibt die Chance, über die Vertragssysteme das zu verändern mit einer vernünftigen Agrarpolitik. Ich bin im Europäischen Parlament deshalb, weil ich genau so eine Agrarpolitik dort erreichen will. Ich möchte noch einen letzten Punkt sagen. Warum sollte Europa kein Plurivalent sein? Warum sollte er nicht dazu entwickeln? Es wäre doch fatal, wenn diese Welt nicht in so einem Konzept wie Europa es hat, nicht die Möglichkeiten darin sieht, dass das ein Global Player ist, der Verantwortung für diese Welt aufnehmen könnte. Es wäre absurd, wenn Europa sich zu einer Regionalmacht zurückziehen würde, nach dem Motto, uns ist das andere egal, wo wir die besten Konzepte und Möglichkeiten dazu haben. Vielen Dank an Frau Schulter. Und damit ist die offene Aussprache beendet und wir kommen zum dritten und letzten. Genau, also damit ist der zweite Teil beendet. Wir kommen zum dritten und letzten, nämlich die Schlussstatements. Das heißt, in derselben Reihenfolge, wie Sie zu Beginn haben, die Redner noch einmal die Möglichkeit, in einem zweiminütigen Appell die letzten unentschlossenen Publikum für ihre Seite zu bringen. Und Herr Christophers, Sie haben das Wort. Kann ich vom Platz oder von? Wir können auch gerne vom Platz sehen. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube erstmal, das war eine interessante Diskussion und ich finde es einfach richtig und notwendig, dass solche Debatten genau zu solchen Themen genauso kontrovers geführt werden, weil es einfach eine Widerspiegelung ist von Fragestellungen, die tatsächlich in der Gesellschaft und auch von verschiedenen Bevölkerungsgruppen gestellt werden. Ich gehe davon aus, dass die Rolle Europas als globaler Player etwas ist, was eigentlich den gesellschaftlichen Diskurs viel stärker unterzogen werden muss, als es bisher der Fall gewesen ist. Wenn es schon Meinungsverschiedenheiten gibt, was ist denn das eigentlich? Welche Rolle spielen dann verschiedene globale Player in der Welt? Heißt das, dass ich in jedem Konflikt mich engagiere oder nicht engagiere? Heißt das, dass ich für jeden Bereich entfernige Lösungen habe? Heißt das, dass ich als globaler Player nicht selbst auch eine Entwicklung durchmachen kann, sondern muss? Also ich glaube, diese Fragen sind mitzudiskutieren, aber ich gehe davon aus, dass aufgrund der wirtschaftlichen, aber auch der politischen, aber auch der demokratischen Macht, die Europa mittlerweile auch als Europa hier in der Welt darstellt, dass die Rolle uns zugewachsen ist. Und wenn wir die Rolle nicht annehmen, dann kommen die Konflikte zu uns. Und ich bin dafür, die Rolle anzunehmen, dazu beitragen, dass das Konfliktminimierungspotenzial ausgeschöpft wird. Und insofern kann ich nur dafür werben, dass bei allen Schwierigkeiten, dass wir bei allen Defiziten und auch bei allen zum Teil auch politischen Unbehagen über politische Entwicklung in Europa, uns Europa als Ganzes annehmen, weil ich glaube, jeder Nationalstaat, ob das Deutschland, Frankreich oder was auch immer sein ist, ist überfordert in seiner Lösungskompetenz in einer globalisierten Welt. Und in einer globalisierten Welt meine ich nicht nur eine wirtschaftlich global verfasste Welt, sondern wir haben auch aufgrund von technologischen Entwicklungen mittlerweile eine Situation, dass ein Austausch zwischen Regionen problemlos möglich ist und Globalisierung eben auch oder andersrum von Weltanschauung auch heißt. Und der Weltanschauung kommt von Anschauung der Welt. Und wir haben heute die Möglichkeit, die Fähigkeit zu tun. Und damit sind wir eigentlich eine globalisierte Welt, die es ermöglicht, eben über den wirtschaftlichen Austausch hinaus kulturell und demokratisch mit anderen Austausch aufzutreten. Herzlichen Dank. Und nun kommen wir zur Schlussrede von Robert Pietsch. Ich bin ein Gutmensch. Naja, ich wäre zumindest gar einer. Aber wenn ich zumindest populär nachdenke, dann versuche ich als Gutmensch zu denken. Das heißt, ich versuche zu denken, was wäre denn am besten für die Welt und nicht, was wäre am besten für uns, wie es manche im Publikum heute gemacht haben. Dass wir regionale Probleme noch nicht gelöst haben und auch überhaupt nicht lösen können und dass wir es deshalb auch global gar nicht können, das ist hier, glaube ich, stehen geblieben als Argument. Deswegen möchte ich die Frage aufgreifen, na warum soll es die EU nicht trotzdem machen? Überlegen wir doch mal über die Motivation, die die EU hat. Und das habe ich auch schon in meiner Rede angesprochen. Wollen wir denn die Probleme lösen und vor allem so umfassend, wie sie gelöst werden müssen? Gucken wir uns den Klimaschutz an. Machen wir uns nichts vor. Der Schaden ist doch derzeit kleiner als der Nutzen.
Wir sind nicht die Verlierer des Klimawandels. Mit ein bisschen Glück können wir in Deutschland bald roten Wein anbauen und unsere Landwirtschaft wird sogar noch steigen. Die in Spanien kriegen ein bisschen weniger, aber die migrieren gerade sowieso zu uns rüber. Und das finden wir auch ganz gut, weil es sind ja alles Fachkräfte. Das heißt, wir EU sind nicht die, die mit der vollen Faust getroffen werden vom Klimawandel. Wir sind aber die, die den vollen Nutzen von diesem ganzen Konsum haben. Das heißt, wir sind nicht die, die den Klimawandel reinbringen wollen. Gucken wir uns die Migration an. Wir wollen keine globale Lösung. Weil in der Sekunde, wo wir global sagen, wir müssen die Leute aufnehmen, die da wirtschaftsflüchtig sind. Wirtschaft heißt verhungern. In der Sekunde müssen wir es ja auch machen und wir wollen es ja offensichtlich nicht. Obwohl da Menschen ertrinken, wollen wir sie nicht aufnehmen. Warum sollten wir dann wollen, dass wir globale Regeln schaffen und wir es dann müssen? Und da sage ich, da sagen wir, dann lass uns doch den Weg frei machen für jemand anders. Denn auch die Seite kann ich anzweifeln, dass es nicht unendlich viele globale Player geben kann. Es kann nicht jedes Land, jede Region ein globaler Player sein. Und wenn wir globaler Player werden, dann werden wir den Slot für jemand anderen verstopfen, der vielleicht viel eher die Probleme lösen will. Dann verstopfen wir vielleicht den Slot für ein neues afrikanisches Land, das eine Regionalmacht wird, das sagt, wir sind aber sehr betroffen vom Klimawandel. Deswegen sagen wir, macht den Weg frei für neue Ideen, macht den Weg frei für Leute, die viel betroffener sind. Und meine Damen und Herren, Vorbild können wir auch sein, ohne zu führen, dann sind wir sogar ein bisschen glaubwürdiger. Wenn wir es einfach selbst das vorleben, die Probleme zu lösen, statt uns immer vorne anzustellen, den anderen zu sagen, wie sie es machen sollen. Vielen Dank. Folgt auf die Schlussrede von Frau Elisabeth Schröder. Ja, ich bedanke mich von der Oppositionsseite, weil sie hat eigentlich wunderbar die Argumente geliefert dafür, dass Europa ein Globalisierer sein muss. Wie wollen wir das Klima denn in dieser Welt, Klimaproblem in dieser Welt lösen, wenn Europa nicht seine Rolle als Global Player aufnimmt? Genau das ist das Argument, Global Player zu werden. Wie können wir die Migration denn lösen, wenn nicht Europa seine Fähigkeiten als im wirtschaftlichen Bereich und in dem Vertragssystembereich nutzt, um entsprechend Entwicklungshilfe dorthin zu bringen, wo die Not ist. Das ist doch genau die Frage. Der jemand anders, ist der auf dem Mond? Der Slot, der verstopft wird, wo ist denn die Konkurrenz? Alle warten ja darauf, dass Europa seine Rolle als Global Player wahrnimmt. Und ich kann nur noch mal sagen, Vorbild zu sein, ohne zu führen, nein. Vorbild zu zeigen und zu führen und zu zeigen, wie es ist, aber ohne quasi zu sein, wir sind die Einzigen, die es richtig wissen, sondern wir haben aufgrund unseres historischen Projekts und dieser Vielfalt, die intern sehr viel Familiendiskussion bringt, die aber im Ergebnis eben auch eine Vielfalt von Lösungen bringt, die ein Global Player an dieser Stelle auch anbieten kann. Genau das macht Europa zu einem Global Player. Und ich plädiere nochmal für ein Konzept eines Global Players als Verantwortung und nicht als gegen einen oder zum eigenen Gunsten als Ganzes, als eigenes Gunst, sondern zugunsten einer Welt, die in Frieden und Entwicklung für alle leben kann. Ich möchte noch einen Satz mal sagen zur Menschenrechte. Die Fähigkeit von Europa, die Menschenrechte im eigenen Kontext umzusetzen, ist auch ein Beispiel für draußen. Damit macht sie glaubwürdig, dass die universalen Menschenrechte, die nicht ein einziger Wert von Europa sind, sondern ein weltweiter Wert, dass sie umgesetzt werden können. Und das macht Europa zur Verantwortung, ein Global Player zu werden. Herzlichen Dank. Und die Debatte schließen wird Jana Bauer. Meine lieben Damen und Herren, liebe Studierende, ein Global Player, das ist ein Wolf im Schafspelz, im Grunde so wie Farid das gesagt hat, der dann sein Kostüm auszieht, wenn er so richtig Hunger hat. Und was bedeutet, dass er Hunger hat? Dass er in irgendeiner Form Gewalt anwendet. Und wir haben von Frau Schröder gehört, nein, wir wollen Frieden, wir wollen friedlich bleiben, wir werden Gewalt nicht anwenden. Die realpolitische Situation ist aber die, dass wir irgendwann Gewalt anwenden müssen, wenn wir uns behaupten wollen. Und wir sagen, wir wollen gar nicht zum Angreifer werden. Erstmal wollen wir niemanden angreifen, weil wir die Kapazitäten gar nicht haben, weil es bei uns zu Hause schön friedlich ist und weil wir unserer Bevölkerung überhaupt nicht glaubhaft versichern können, warum es überhaupt sinnvoll ist, irgendwo gewalttätig zu werden. Außerdem glauben wir sind dafür überhaupt nicht geeignet. Wir haben nicht das Können, wir haben nicht das Interesse daran und es gibt einfach andere Leute, die das viel besser können. Frau Schröder hat das
Patriarch, der in der Familie durchgreift und sagt, so, ich sag aber, wo es lang geht, wir mögen das schön demokratisch und wir mögen es auch nicht, wenn sich eine Familie in andere Familien einmischt. Und deshalb sagen wir, es gibt Länder wie China, es gibt Länder wie Indien, es gibt Länder wie Brasilien, die jetzt schon auf dem besten Wege sind, die bestimmten Probleme, die sie haben, ganz gut zu lösen, ganz gut für ihre Region zu lösen, so wie wir unsere Probleme für unsere Region lösen. Und wenn diese regionalen Mächte alle auf einer Augenhöhe miteinander reden, statt einer von oben herab allen anderen befiehlt, wie es zu gehen, wie es zu laufen hat, dann kommen wir zu einer wirklichen Demokratie auf einem internationalen Niveau, dann kommen wir zu Frieden, zu Wohlstand, also zu den Zielen, die die EU in Europa schon längst verwirklicht hat. Aber dann schaffen wir es, das Ganze auf ein internationales Level zu heben. Und das, meine Damen und Herren, ist die Idee von Nachhaltigkeit, das ist die Idee, für die diese Opposition steht. Und deshalb stehen Sie eigentlich auch auf unserer Seite. Dankeschön. So, der Moment der Entscheidung ist gekommen. Die Seiten haben ihre Argumente ausgetauscht. Fragen des Publikums, die Statements beantwortet. Nun heißt es für das Publikum, Farbe zu bekennen. Wir haben eine geheime Abstimmung am Anfang gehabt, mit Pro, Contra und Unentschlossen. Nun haben wir eine offene Abstimmung, bei der ich diejenigen, die am Anfang mit abgestimmt haben, das waren nicht alle, aber die, die am Anfang mit abgestimmt haben, bitte gleich nur noch für Pro oder für Contra die Hand zu heben. Unentschlossen gilt nicht mehr, jetzt heißt es, tatsächlich Farbe zu bekennen. Deswegen frage ich, wer hat nach dieser Debatte die Überzeugung, ja, die EU soll ein Global Player sein? Der hebe bitte die Hand. Ganz hoch. Vielen Dank. Und jetzt die Gegenfrage, wer sagt, nein, die EU soll kein Global Player sein? Auch die Hände ganz hoch. Hier. Vielen Dank. Damit haben sogar mehr in der offenen als in der geheimen abgestimmt. Das ist interessant. Wir haben in der geheimen Abstimmung 10 Menschen, die sich für die Pro-Seite ausgesprochen haben. Wir hatten 6, die unentschlossen waren. Und wir hatten 2, die dagegen waren. Das heißt, die Kontraseite konnte 2 Stimmen hinzugewinnen, die Pro-Seite konnte 5 Stimmen hinzugewinnen und hat damit die Wahl. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich im Namen von Bürger Europas e.V. bei allen Rednern bedanken und übergebe jetzt das Wort an Jana Bachmann und Lisa Thiel. Ja, vielen Dank. Trotzdem bin ich in der Lage, diesen tollen Rotwein anzubauen, aber wir sind ja nicht sexistisch, deshalb fangen wir nicht mit der Frau an, sondern greifen Sie einfach zu, wer möchte welchen haben. Wir haben einen französischen und einen italienischen. Gut, vielen Dank. Ja, wir danken vielmals dafür, dass wir hier waren. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr fandet es spannend. Für alle unsere Gäste, wir sind jeden Montag um 18 Uhr 20 Uhr auch in diesem Raum, führen solche Debatten, aber auch viele anderen zu allen möglichen spannenden Themen. Und ja, ich würde sagen, nehmt euch was zu trinken, nehmt euch was zu essen. Und falls unsere Gäste noch da sind, sind sie noch ein paar Minuten schon noch können. Genau, dann können Sie sich auch unsere Gäste noch mal kurz anschauen. Vielen Dank.